Hallo und herzlich willkommen hier im Legos Kochstudio. Ja, diesmal ja wieder hier in der Pizzeria, ne? Beim Kochsimulator hier natürlich, ne? Ja, es geht weiter. Matsuri. Ah, okay. So, ich sollte hier in den Raum und auf die Uhr klicken. So, okay. Italy. Willst du den Arbeitstag wirklich beenden? Jo, will ich. Ja, dann wird hier die Abrechnung gezeigt. Ja, Minuseinnahmen, ne? Wertung, ja, 4 Sternlärme bekommen. Für eine Margarita. 250 Credits, das ist aber teuer Pizza, ne? Aber ja, gut, okay. So, bestätigen. So, eine neue Tag für neue Herausforderungen. Deine eigene Pizzeria ist nur mehr einen Schritt entfernt. Gliedere die heutige Aufgabe ab und gebe dir ein Zertifikat für die Pizzabäcker-Anfänger. Mitsamt diese Pizzeria, dann starten wir mal die Quest Villa App. Ja, und jetzt? Ah, hier zurück und ich hätte glaube auch da drücken können. 4, da stehen 4 dran. Wie du sehen kannst, bleibt nur mehr eine Quest der Einführung übrig. Du musst eine Bestellung abschließen. Nimm eine neue Bestellung auf, bereitere die Pizza und danach die Wünsche der Kunden und serviere sie. Mehr musst du nicht tun. Keine Sorge, ich werde dir ein paar Tipps geben, wie du deine Kunden glücklich machen kannst. So, was muss ich machen? T drücken. Du bist nur mehr 50 EB von der nächsten Stufe entfernt. Schließe diese Quest ab, um die nächste Stufe zu erreichen. Fahre mit der Maus über den Korb, um die Belohnungen für die Erreiche der nächsten Stufe zu sehen. Lege das Smartphone weg, wenn du fertig bist. Naja, da sieht man, was man kriegt. Neuer Perk, Fragezeichen. Tab. Lektion 1. Deine Gäste bewerten jede Bestellung. Du kannst insgesamt 5 Sterne aus der Folgekategorie erreichen. Pizzaboten, Soße, Gäste, Zutaten und Zeit. Die Sterne können Bronze, Silber oder Goldsterne sein, je nachdem, wie gut du dich pro Kategorie geschlagen hast. Solltest du eine Sache so richtig vergeigen, kann es auch mal keinen Stern geben. Lektion 2. Der Timer startet, sobald du die Bestellung aufnimmst. Wenn du die Bestellung innerhalb von 30 oder 20 oder 10 Minuten abschließt, erhältst du eine Bronze, Silber oder sogar eine Goldstern. Naja, das ist also so ein bisschen das Zeitlimit. Aber eine halbe Stunde kann man für eine Pizza brauchen, okay. Während du noch in die Ausbildung bist, brauchst du dir keine Sorge machen wegen der Zeit. Selbst wenn du die 30 Minuten überschreitest, kannst du immer noch Gold in die anderen Kategorien erreichen. Ich habe schließlich noch niemanden gesehen, der eine gute Pizza abgelehnt hat. Gehen wir zu dem Servierfenster. Ich zeige dir, wie man neue Bestellungen aufnimmt. Bestellungen können nur in die erste halbe Stunde der neuen Tage genommen werden. Die Gäste bleiben aber so lange, bis sie ihre Pizza haben, auch wenn sie dafür warten müssen. Okay. Ja, da bleibt dann einer 5 Stunden da, oder wie? Gut. Dann drücke ich T. Diese Pizzeria ist sehr beliebt, also mache dir keine Sorge wegen der Bestellung. Zu wenig hatten wir noch nie. Wir befolgen jedoch eine goldene Regel. Wir nehmen niemals mehr wie als 5 Bestellungen gleichzeitig auf. Du kannst den Start der Bestellungszeit selbst kontrollieren, doch der Arbeitstag schreitet mit Tagesbeginn voran. Dann lass uns die Glocke läuten, um eine Bestellung aufzunehmen. Bing! Und hier ist sie, deine erste Bestellung eines Kunden. Starte die Bella Pizza App und schaue sie dir an. Hier und da. Kuklise. Wie du sehen kannst, der läuft die Zeit bereits. Sehen wir uns jetzt die Details der Bestellung an. Klicke dazu auf die markierte Taste. Information.
So, die Bestellung gibt die Art Teige, die Soße und die Käse und die Zutaten an, sowie die jeweilige Menge. Die Kategorie können auch mal leer sein. Das bedeutet dann zum Beispiel, dass ein Kunde keine Käse auf der Pizza möchte. Aber Käse ist doch das Wichtigste, es kann nicht genug geben. Die Pfeiltaste neben der Art des Teigs und der Soße bringt dich zu den Rezepten. Wir haben zum Glück schon gestern alle vorbereitet, also brauchen wir diese Rezepte nicht. Das ist ganz schön viel, doch du kannst die Bestellung auch anbieten, wenn du deine Smartphone weggibst, wirst du die Stellbeteils noch immer in die Ecke deine Bildschirm sehen können. So, anpinnen. So, Tab. Ah ja, Puglise, Größe Mittel. Beginne mit dem Teig. Wie du vielleicht siehst, steht die Größe der Pizza auf der Bestellung. Es gibt drei Pizzagröße: kleine, mittlere und die große. Die sowohl für die Teigklumpe als auch für die daraus resultierende Böde gelten. Okay. Teigklumpe können geteilt und vermengt werden. Ich zeige es dir. Ziele auf die große Teigklumpe, aber hebe ihn noch nicht auf. Drücke jetzt Q, um den Teig zu teilen. Du erhältst eine kleine Teigklumpe. Probier es mal. Gut, du hältst jetzt eine kleine Teigklumpe. Laut der Bestellung sollst du eine mittlere Pizza zubereiten. Vermenge zwei kleine Teigklumpen, um eine mittlere Teigklumpe zu erhalten. Drücke Q bei einem weiteren Teigklumpen. Das ist ja interessant. Wir haben jetzt zwei kleine gekriegt und wenn wir jetzt da wieder zwei kleine zusammen machen, haben wir. Okay. Aber aus dem großen. Nee, Quatsch, wir haben. Ah ja, okay. So, wo haben wir denn hier? Mittel. Muss ich da jetzt nochmal einteilen? Groß, groß, groß. Ja, komm. Mittel, Mittel. Vermenge zwei kleine Teigklumpen, um eine mittlere zu erhalten. Bei einer kleinen und eine mittlere oder drei kleine Teigklumpen erhältst du eine große Teigklumpe. Ich glaube mir, ich bin der Teigmathematiker. Aber genug geplaudert, rolle wir die Teig jetzt aus und du weißt doch noch, wie das geht. Ja, ich habe das noch nicht mal hier zusammengefutzelt hier, den Teig. Ah doch, ich hab schon. Oh, okay. Naja, egal. So, machen wir das mal. So. Die Kunde achte auch darauf, ob der Pizzabote mit dem richtigen Teig zubereitet wurde. Wenn du gestern den Teig so gemacht hast, wie ich es gesagt habe, dann sollte nichts schief gehen. So, roll, 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 roll. Geht alles automatisch. Da brauche ich nichts machen. Der Pizzabote muss für eine Goldstern auch richtige Backe sein. Doch, darum kümmern wir uns später. Jetzt kümmern wir uns um die Soße. Die Kunden mögen für gewöhnlich keine trockene Pizza ohne Soße. So erhältst du bereits einen Stern, wenn du irgendeine Soße auf die Pizza isst. Die einzige Ausnahme ist natürlich eine Bestellung ohne Soße. So, okay. Du hältst auch einen Silberstern, wenn du die bestellte Soße verwendest. Vergiss nicht, dass du die Rezeptkategorie genau befolgen musst. Der Kunde hatte die Marinara-Soße bestellt, also gut aufpassen. Gehe jetzt und gieße etwas Soße auf die Pizzaboten. Das war mit W. Marinara-Soße. So. Bitte gib mindestens 90% des Bodens mit Soße. Wo sehe ich denn das? Naja, gut, ich müsste nur halt vollständig hier verstreichen, dass er auch schön in den Ecken ist und so. So, okay. Die Käsebewertung hängt von drei Faktoren ab. Die ersten zwei sind simpel. Verwende die richtige Käse und die richtige Menge. Folge einfach der angegebenen Menge in die Bestellung. So.
Was wollt ihr denn haben? Käse, Mozzarella geschnitten 100 Gramm. So, wie viel ist denn? Ein so ein Ding ist 20 Gramm, also 5 Stück soll man rauflegen. So. So. So und so. Da muss es ja auch so ein bisschen symmetrisch anordnen, ne? So, das war dann das. Okay. Keine Sorge, du solltest etwas zu viele Gäste erwischen. Der Kunde wird sich hier so oder so freuen. Wir machen es nichts aus, solange wir dabei nicht in die Konkurs gehen. Okay. Der dritte Faktor ist etwas komplexer. Sobald die Pizza im Ofen ist, beginnt die Käse zu schmelzen. Die Kunde erwarten sich, dass die gesamte Oberfläche der Pizza mit geschmolzenem Käse bedeckt ist. Das heißt halt gut verteilen. Die letzte Kategorie ist die schwierigste. Du musst die Zutaten verwenden, die der Kunde bietet, dass sie gleichmäßig auf die Pizza verteilen und die passende Menge jeder Zutat beibehalten. Die Informationen findest du bei den Bestellbestandteilen. Das Endergebnis ist ein gemittelter Wert basierend auf der Menge und der gleichmäßigen Verteilung jeder Zutat. Je besser du dich schlägst, desto wertvoller der Stern. Den Anfang mache die Zwiebelscheibe. Einige Zutaten sind so klein oder kommen in so große Menge, dass die genaue Platzierung keine Rolle spielt. Wir werden daher eine Handvoll auf die Pizza verteilen. So, okay. Du kannst den Verteilungsradius mit der Maus einstellen. Die Menge der zu verteilenden Zutat ist davon nicht betroffen. Verwende eine kleine Radius für mehr Kontrolle oder ja. Ah ja, da kann ich so. Aber da stehen 3 Gramm, okay. 16 Gramm. So, wie viel wird denn da? Ich kann das jetzt gar nicht sehen. Wie viel brauche ich denn? Na komm, wir machen es einfach mal so. 15 Gramm. Ich will jetzt ganz gerne mal. Ah, da steht es ja. 15, 32 mit weißen Zwiebeln. So, flupp. 2 Gramm. Das geht doch, glaube ich, gerade, oder? Dann haben wir noch 3 Gramm hier. Ah ja, doch geht. Belege die Pizza mit. Ja, schwarze Olive. Ja, super. Vergiss aber nicht die schwarze Olive. Belege die Pizza mit ihnen, ähnlich wie mit der Zwiebel. So, zack, wieder weh. Oliven geschnitten. Also ich persönlich mag ja eigentlich mehr die grünen Oliven, ne? Aber da gibt es natürlich, das ist Geschmackssache. So, wenn ich da aufziehe, habe ich 32. So, okay. Zack. Und zack. Ach, doch nicht ganz. Warte mal, da brauchen wir noch ungefähr so 8 Gramm. 10, 6. Da gibt es noch 4. Nee. So, jetzt hat er, jawohl. Wir sind ja fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch die Pizza in die Ofen backen. Eine Pizza mit feste Käseklumpe sowie verbrannte Pizza wird er keinen Preis gewinnen. Oh, ehe wir mit der Backe beginnen, sollten wir einen Teller für die Pizza vorbereiten. Nimm eine von der Stapel. Wir brauchen einen mittleren Teller, da die Pizzagröße mittel ist. Kann auch einen großen nehmen, naja gut, aber es stimmt schon. Da, mittel. So, lege den mittleren Teller auf die Theke. Die grüne Leiste zeigte an, dass die Pizza fertig ist. Die rote Leiste zeigte an, dass die Pizza langsam zu verbrennen beginnt. Mache dir aber keinen Kopf, denn nicht jede Pizza ist perfekt gebacken. Schalte die Ofen ein und schnappe die Pizzaschaufel und los. Naja, bei einem Holzofen kann man schlecht was einschalten. So, da müssen wir jetzt halt wieder. So. Nope. Da kannst du ja nur was anzünden. Ah, komm, noch ein Scheit. Das gescheit wirst.
Na, ich tue noch mehr rein. So, jetzt sind wir sehr gut im Grünen auf jeden Fall, also am oberen Ende. Das ist sehr gut. Und jetzt brauche ich die Schaufel wieder hier. Was war das gerade? Irgendwo bin ich hängen geblieben. Nicht, dass ich wieder was kaputt mache. So. In den Ofen. Also draußen hat er ja den Motor laufen. Das gibt's ja nicht, ne? Okay. Ja, da sehen wir ja, wie das dann hier voll läuft. So, wie ist denn das hier am Ofen? Der Zeiger geht aber relativ fix wieder nach unten, oder? Finde ich das nur, oder ist das... Was wohl passiert, wenn man den Ofen mal in den roten Bereich bringt, in den maximal roten da unten? Explodiert er dann vielleicht? Müssen wir dann löschen? Wird mir ja mal gern den Feuerlöscher dann da reinhalten, ne? Ofen aus und fertig. So, jetzt müssen wir aufpassen. Die Pizza wird gleich fertig sein. Schon mal vorbereiten. So. Und schwupps. Raus damit. Ah, die sieht doch lecker aus, ey. Dann hier klicken und speichern. Okay. Bravo, dann schauen wir mal, was deine Kunde zu sagen habe, ja? Lege die Pizza auf einen Teller und serviere ihn durch die Servierfenster, indem du Bestellung auswählst, während du gearbeitet hast. Menü. Ah ja. So, schwupp. Das müsst ihr auch können, das da runter zu schieben. So, der richtige Schwung ist dabei gefragt. So. Ja. Ah, die sieht doch richtig lecker aus. So, Pugliese. Zack, 12 Minuten haben wir gebraucht. Okay. Ja. Wähle drei Zutaten aus und schalte sie frei. Diese Produkte scheinen ab morgen in der Bestellung. Ja gut, ich muss drei auswählen. Champignon, Prosciutto, Cotto, italienische Wurst, Rosmarin, frisch. Junge Artischocke. Ich würde noch sagen, wir nehmen Champignons, Prosciutto und die Wurst. So, was soll ich noch? Drücke T, um fortzufahren. Quest neu würfeln. Hä? Wähle ein Perk. T. 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 Wähle ein Starter-Perk. Quest Neuwürfel ermöglicht dir, dass dreimal täglich eine Quest gegen einen zufälligen Neuer austauschen. Bestellung Neuwürfel ermöglicht dir, dreimal täglich eine Bestellung gegen eine zufällig neue Bestellung auszutauschen. Wäre ich fast wurscht, ey. Na komm, zack. Wenn du kannst, bei jeder dritten Stufe einen Berg auswählen, die nicht zu ausgewählte Berg sind dann beim nächsten Mal, wenn du den Berg gewählt hast, dabei. So, okay, T. Freigeschaltete Bergs können jederzeit in die Berghub-App aktiviert oder deaktiviert werden. Ah ja, T. So, T. Schau dir mal die Wand neben die Servierfenster an. Diese Zertifikate bezeugt, dass es ich dich zu einem Pizza-Begann-Finder befördert habe. Wunderbar, Utter, ich habe es selbst gemacht. Papa Pepe. Ja, es sieht doch ganz gut aus. Wir haben die goldene Kochmütze erhalten, sozusagen. Oder Pizza-Bäckermütze. So. Für den Anfang nicht schlecht, aber da ist noch viel Platz an die Wand. Ich würde sagen, du sollst dir die weitere Zertifikate erarbeiten. Ja, wenn wir die ganze Wand vollhängen. Ah, da hängt noch ein paar Bretter hier oben rum. Ja, doch stimmt. Ah, da ist auch so ein kleiner Lüfter. Also ich muss echt sagen, das Gebäude sieht ja richtig stark aus, ne? Da warte mal.
Jetzt ist der Motor ausgegangen, oder wie? Ach, das ist der Deckenventilator oben, der da so Geräusche macht. Ah, I see. Das ist die Schalter, okay. Ich habe jetzt gedacht, wir machen hier die Lüftung aus oder so. Yo, dann drücke ich mal T. Schauen wir uns jetzt die Quest-Villa-App an, ne? Dann sollte etwas Neues geben hier. So, Q. Quickman. Statt eine Quest gibt es jetzt gleich drei aktive Quests, wobei jeder ihre eigene Spezialisierung angehörte. So, was haben wir hier? Bereite mindestens 3000 Milliliter an Soße. Beliebige Arten innerhalb von 180 Sekunden. Bitte was? Wow, das ist aber happig. Da müsste man das die Zutaten halt schnell vorbereiten oder so. Ich weiß gar nicht. Schneide 400 Gramm einer beliebigen Zutat mit der Schneidemaschine. Das ist ziemlich relativ einfach. Sichere zumindest einen silberen Stern in der Pizzakategorie 3. Aufeinanderfolgende Bestellung. Okay. Dann machen wir Tee. Bei die Spezialisierung der Geschwindigkeit handelt es sich, wie du bestimmt schon erraten hast, um die schnellste mögliche Ausführung diverser Aufgabe und Aktivitäten. Dazu gehören die Servieren, die Pizza und die Arbeit in die Küche. Für die Spezialisierung Menge musst du pro Arbeitstag so viele Bestellungen wie möglich abschließen, so viele Zutaten wie möglich sammeln oder so viele Teige und Soße wie möglich herstellen. Die Spezialisierung Qualität prüft deine Fähigkeit, gute Pizza konsequent zuzubereiten. Dafür musst du eine gute Bewertung bei der abgeschlossenen Bestellung, entweder oder bei einer speziellen Kategorie oder allgemein für die gesamte Pizza erzielen. Nachdem du ausreichende Quests in deine Spezialisierung abgeschlossen hast, verhältst du ein Zertifikat und schreitest zu der nächsten Stufe der Spezialisierung voran. Bei den höheren Stufen warten anspruchsvollere Quests, aber auch eine gewisse Belohnung. Jede Spezialisierung hatte drei Stufen und am Ende eine meiste Herausforderungsstufe. Wenn du alle drei meiste Herausforderungen schaffst, bist du eine Pizza-Bäcker-Profi. Mir persönlich ist das noch nie gelungen, aber vielleicht ist es ja dein Schicksal. Das war von meiner Seite. Ich werde dir die Daumen drücken und deine Karriere mit großem Interesse verfolgen. Viel Glück. So. Peppe, tschüss. Papa Peppe ist jetzt weg. Okay. Alles klar. Dann machen wir mal. Dann können wir das nochmal schließen, oder? So. Gutski. Dann würde ich hier mal Bing machen. Mariana, okay. Und wollen wir nicht noch mehr aufnehmen? Salami. Nehmen wir mal drei auf. So, wir schauen. Was haben wir zuerst? Komm, wir machen mal die Salami zuerst. Hin. Und weg damit. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen einen mittleren Klumpen neapolitanischen Teig. Groß, 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 mittel. Mittel für den Kittel. Und dann rollen wir das aus. Also ich kann mir ja nicht drei nebeneinander, also boah, da würde ich ja durcheinander kommen. Soße Mariana hier. Das ist die hier. Und flupp. Kann ich da eigentlich noch mehr raufklicken? Ne, kann ich nicht, ne? Ah doch, wenn ich die Maustaste halt, dann geht das. So. Ah, der Ventilator da oben drauf, der hört sich wirklich an, wie als würde da ein Auto vor der Tür stehen. Mit laufendem Motor, ne? So, okay, ich denke, das ist gut. Jetzt brauchen wir Käse. Der kommt zuerst drauf. Okay, geriebener Käse. Okay. 96 Grämmchen. Machen wir mit 32. 88. Da
dann nochmal 6 Gramm. Na, nicht so ganz, aber ja. Ist ja wurscht. So. Alles klar. Salami geschnitten. Oh, die haben wir noch gar nicht. Mist. Oder, nee, doch, haben wir schon. Was erzähle ich da für einen Quatsch? Da haben wir sie doch schon, die Salami geschnitten. 64 Gramm. Das sind 8 Gramm einzelne Scheibe. Wie teilt man das auf? Besten immer in der Mitte anfangen. Machen wir es mal erstmal so. Naja, gut, dass wir die Pizza doch mit zum Pizzarad schneiden müssen. So, wie viel haben wir jetzt? 64. Ach, das war's schon. Ich würde da noch viel mehr drauflegen, ey. So, Basilikumblatt brauchen wir. Das ist da oben. Ja, eigentlich ist das Ding hier im Weg, ne? Ah, noch einmal hoch, dann. Ah ja. So, Basilikumblatt, 24 Gramm. Wo tun wir das postieren? Ups. Ah, Mist. Das muss er dazwischen legen. Sollte eigentlich gehen, ne? Gut, dass hier im Spiel Ventilatoren laufen, ne? Wenn ich jetzt hier selber meinen noch an hätte, dann würde ich das ja gar nicht merken. So, 24 Gramm, jawohl. Na, da innen sieht es halt ein bisschen nackig aus, aber okay. So, das war's, ne? Ja. Ja, im Prinzip könnte man eigentlich mehrere auf einmal hier und dann backen, oder? So, warte mal, wir müssen ja auch die Teller bereitstellen. Oder den Teller. So. Das ist Salami. Dann eine Mariana. So, hochscrollen. Da brauchen wir eine kleine. Dann können wir auch einen kleinen Teller schon mal bereitlegen. Mittel. Warte mal, Kuh. Dann habe ich einen kleinen Teigklumpen. So, zack. So kleines Brötle hier sozusagen. Wer bestellt schon eine kleine Pizza, echt jetzt hier? So. Dann brauchen wir eine Mariana-Soße wieder. Klecks. Ja, da ist fast in dem Klecks die ganze Soße verteilt. Dann brauchen wir Knoblauch geschnitten. Knobbi, Knobbi, Knobbi. Wo ist denn? Hä? Knoblauch haben wir noch gar keinen. Ne, Knoblauch haben wir noch gar keinen geschnittenen. Okay, wie komme ich hier? Ah ja. Dann muss ich mal ganz schnell einen Knoblauch bereit machen. So, GN-Behälter, Schneidemaschine. Knoblauch geschnitten, jawohl. Dann nehmen wir gleich mal so eine ganze Dings hier. Da brauchen wir den Korb jetzt nicht extra. Hoppala. Will hier mal rennen mit Shift irgendwie. So. Zack. Rein mit. Jawohl, schön ausschütten hier und schwupp. Und dann mal kurz das Regal rüberholen. So, okay. Und tun wir mal da reinstellen. Zack. So. Ja, das ist ja kein Problem, da geschwind mal neuen zu schneiden. So, jetzt machen wir die Pizza weiter. Warum ist jetzt ständig die Soße ausgewählt? Knoblauch geschnitten. Wie viel brauchen wir? 16 Gramm. So, einmal so und noch einmal so. Jawohl.
Ja, ich bin ja immer ein bisschen geizig mit Zutaten, ich weiß. So, und dann brauchen wir hier Basilikumblätter 12. 1 sind 3 Gramm. Ups. Ah, das ist die Position. Wechsel dann. Zwölf, ja, okay. Ja, die sieht auch sehr nackt aus, die Pizza, oder? Finde ich. Na, irgendwie meine ich, die ist sehr nackig. So, weiter. Mehr muss hier echt nicht drauf. Gut. Das war dann die. Und jetzt machen wir die letzte Pizza noch. Guck, Liese. Zack, anhängen und hier. Wir brauchen nur einen kleinen Klumpen. Da müsste ja noch einer da sein. So, ich lasse mich nicht lumpen mit dem kleinen Klumpen. Und Rolli, 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 mach ich. Rutt, rutt, rutt. Wir brauchen den Mariana-Soße wieder. Wir haben doch auch die andere, aber die will keiner. Hm. Naja, gut, wird schon noch kommen. Wieder Zeit. Jawohl. Ja, das ist eigentlich viel einfacher, hier die Pizzas zu machen, wie in der anderen Küche, ne? So, Mozzarella. Geschnitten. 20 Grammweise. Okay. Dann machen wir das mal. So würde ich sagen. Dann könnte es ungefähr gleich sich verteilen. Wir brauchen weiße Zwiebeln geschnitten. Wie viel Gramm? 16. Das sind nur 12. So, naja, 17, das passt auch. Schwarze Oliven geschnitten. So, 32. Wir schließen für heute. Nehme keine neue Bestellung mehr auf. Ich schließe alles angefangen ab und bereite dich auf morgen vor. Ich hab gedacht, du wärst weg. So, okay. Ja, komm. Da gibt es ein paar Gramm mehr Oliven. Da bin ich jetzt mal nicht so. So, ja, das ist fertig. Jetzt heizen wir den Ofen vor. Jetzt will ich mal sehen, ob ich da auch 3 Pizzen reinkriege. Ob ich hier immer nur 2 reinkriege. Na gut, man kann auch mal jetzt hergehen, eine nach der anderen hier abbacken, ne? Dann wird man halt da mehr Schnelligkeitsbelohnung bekommen. Ich wollte jetzt halt einmal mal parallel fertig haben. So, la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 . Ja, das kennt ja jeder, dieses Lied. So, okay. So, wir müssen noch mindestens 2 kleine zum Beispiel reinkriegen. Aber ich nehme jetzt erstmal die große. Das mit dem gestreuten Käse, naja. So, zack. Perfekt. Ah, dann wählt er das automatisch. Okay. Ja, jetzt bin ich gespannt. Da müsste ja die auch noch reingehen. Ja, mehr wie 3 dürften halt nicht gehen, ne? Ja, das hat noch so einen Wecker sogar, aber den brauchen wir ja gar nicht. Ah, nee, geht nicht. Okay. Also man kann immer noch 2 Pizzen zugleich. Hallo? Wie kann ich denn... So, okay. Man kann immer noch 2 Pizzen zugleich backen. So, die ist fertig, die eine. So, schnell. Die andere ist auch gleich fertig. So, bevor sie schwarz wird. Das sieht doch gut aus, aber wirklich sehr nackig. Zack. So, und jetzt schieben wir noch die eine schnell rein. So. Und dann brauche ich noch einen kleinen Teller.
Schauen, wie schnell die backt. Ich weiß nicht, ne, dass die dann verbrennt, während ich die Bewertung dann krieg. Lass die einmal kurz, die sind eh heiß. Die sind so knallerheiß meistens da. Verbrennst du dir da so an der Soße oder am Käse immer gleich mal oben hier das Zahnfleisch, ne? Den Gaumen. Also geht's mir oft. Dass ich mich gleich am ersten Bissen der Pizza eben verbrenne. Und das ist natürlich immer blöd, ne? So. Und schwupp. So, lass mich mal kurz gucken. Na, der Ofen ist schon fast wieder unten. Da. Da. Oh je, gleich fliegt der Teig zum Fenster. Nein! Okay. Alles klar. Skandal. So, Teller und raus damit. Welche waren das jetzt? Das war die Salami. Ist aber blöd, dass ich das auch noch auswählen muss. Stufenaufstieg, Alfredo-Soße, Butter, Knoblauch und so weiter. Was haben wir hier? Da muss ich was auswählen wieder. Ach so. Buffelmozzarella, das ist noch ein anderer Mal. Da komme ich durcheinander, wenn es zu viele Mozzarellas gibt. Ich nehme mal Speck, Artischocken und Aubergine. Das müssen wir auch vorbereiten wahrscheinlich. So, wie war die Bewertung? Ja gut, die Uhrzeit, klar. Okay. Aber das nächste Mal machen wir es besser. Weg damit. So, dann, das ist die... Das ist die Pugliese, okay. Das haben wir zuletzt. Ich mach die einzeln, dann komme ich da nicht durcheinander. Dann sind die anderen nach hinten raus halt ein bisschen später dran. So, jawohl. Und hier. Der Servierer müsste eigentlich wissen, was für Pizza das sind, oder? So, jawohl. Neuer Pizzateig. New York Style. Ab morgen in der Bestellung. Ja, da sollten wir den ja schon vorbereiten. Weiter. So, was kann ich? Neuen Perk. Schnell zu Fuß. Schneller laufen. Space. Das war die letzte Bestellung. Konzentriere auf die Zeit Zubereitung für die Zutaten von morgen, ja. Unzerbrechliche Flaschen zerbrechen nicht, Teller zerbrechen nicht. Auge des Pizzabäckers erlaubt dir, das Mixergebnis der Zutaten im Teigmixer zu bestimmen, was? Tüftler, alle Maschinen da arbeiten doppelt so schnell. Ja, das ging ja schon relativ fix. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Unzerbrechliche Teller? Nee, das finde ich lame. Es soll schon ein bisschen Chaos entstehen können. Nimm mal Tüftler. So. Okay. Alles klar. Ah, Mist. Ah, das ist ja cool. Die sind hier drin geblieben. Kann ich das wieder reinschmeißen? Yes. So. Aha, ja draußen. Da kannst du die Küche, jetzt machen wir mal hier. Kann man das zuklappen? Ja, dass da nicht jeder gleich so nein die Küche spicken kann, ne? Machen wir die einfach mal hier, die Jalousienwissler vor. So, okay. Ja, irgendwie gefällt mir das mit der Box hier nicht so, wie die da steht. Na, es muss irgendwie mal anders. Kann ich den Hocker verschieben? Ja, das könnte ich. Ne, wir machen es mal folgendermaßen. Das Teigtablett, wenn es geht. Das ist auch doof, ne? Kann ich das auf den Hocker stellen? Auch nicht. Ja, weil da hinten brauche ich eigentlich den Platz für die Teller, oder? Das ist alles irgendwie doof. Warte mal. Jetzt steht sowieso Cape da. Den Karton hier kann man doch mal wegtun, oder? Schließen. So, Den packt man mal hier. Den schmeißen wir in den Ofen rein. Komm. Ja, geht nicht. Kann man das nicht hier drauf? Warte mal. Blank.
Ja, aber so nah am. Ach, wir haben noch eine zweite Pizzaschaufel hier hängen. Habe ich gar nicht gesehen. Da ist er. Ja, der Teig tritt sich am Boden fest. Sehr gut. Ja, der wird noch reichen für den Tag dann hier, ne? Ich hoffe es mal. Gut, Leute, aber wir müssen auch schon wieder Schluss machen für heute. Es ist schon wieder 14 Minuten. Also irgendwie, hier sind die Sachen halt ein bisschen länger, ne? Ja, und das nächste Mal wird man eben wieder Vorbereitung machen und vielleicht dann schon wieder ein paar Pizzas. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Zusehen. Eben hier wie ich beim Machen. Ja, und ciao, sagt euer Lego.